der Kessel brodelt. Hallo und herzlich willkommen beim Magenta Sport zum Spiel SV Waldhof Mannheim gegen 60 München. Viel mehr an Tradition geht nicht. Ich glaube, eins von diesen Spielen, wo alle sich drauf freuen können. Waldhof Mannheim gegen 1860 München. Die Waldhöfe in Blau. Der Gast sieht, ich will fast sagen, Textmarker-Geld. Klasse Kopfball! Philipp Steiner hat mit nach vorne gekommen, die Führung für die Löwen. Der erste gefährliche Angriff und gleich das Tor. Da ist Holzhauser, nimmt ihn sogar noch runter, immer noch der Ballzugang. Und jetzt der Waldhof, Fritzo, oh, und das ist der Abschluss, der genau richtig ist, um hier auf die Anzeigetafel zu kommen. Ausgleich! Und schon ist Rock'n'Roll in der Bude, einfach mit dem Auge, mit dem Feingefühl. Und die machen weiter, Flanke ist klasse! Könnte dann noch ein interessanteres zweites Häfchen werden hier. Der Bo ist da. Bitte die Chance. So, mit dem Anschluss. Der Waldhof dreht das Spiel. Also, er genau weiß, wie er heute abzuschließen hat. Malachowski in den Rhein. Kota kriegt ihn rein. Das Ding ist aus. Der Waldhof gewinnt das Spitzenspiel. Die Münchner verlieren es. Beim SV Waldhof Mannheim mit 1:3. Wir können auf jeden Fall um einiges mehr, als wir heute gezeigt haben. Aber ich bin weiter zuversichtlich. Wir haben 20 Spiele Zeit, unser Ziel zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch, Christian Neithardt. Wie zufrieden sind Sie? Sehr, weil das, glaube ich, mit unser bestes Spiel war, was wir gemacht haben. Fußballerisch vor allen Dingen gegen eine Top-Mannschaft in der Liga. Fußballerisch wirklich gut runtergespielt. Das ist nicht nur Tradition, das ist einfach diese dritte Liga. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.